Zack. Da gibt es einmal nichts zu jammern. Schön vorsichtig. Und ihr glaubt es nicht, der Masterbauinverter hält es aus, dass man seitenverkehrt anschließt. Da haben wir richtig Glück gehabt. Herzlich willkommen, liebe Do-It-Yourself-Batteriefreunde. Ich bin wieder bei unserem besten Do-It-Yourself-Batteriekünstler, bei der Firma Steirerlan, beim lieben Manuel. Er steht links zu meiner Seite und wir werden euch wieder diverse Fortschritte im Bereich der Do-It-Yourself-Batterie-Geschichten auf Lithium-Eisenphosphat zeigen. BMS-mäßig hat sich der Manuel ein neues BMS besorgt, nämlich von JK. Von JK, das werde ich euch als nächstes zeigen. Dann werden wir reinschauen, kurzer Schwenk, wie es inside eines 8 kW Masterbauinverter ausschaut. Warum schauen wir da rein? Naja, wenn man zwei schwarze Kabel hat, kann es nämlich passieren, dass man, wenn man bei der Batterie die Polarität beim Anschließen falsch anschließt, dass das dann ordentlich verschmort, dass man dann wirklich brachiale Gewalt muss anwenden, dass man den Kabelschuh wieder aufbekommt. Und ich habe es euch eh schon einmal in einem Video gezeigt, da hinten ist noch eine Batteriesicherung versteckt, die bauen wir jetzt schnell gemeinsam ein. Das ist so eine 160 Ampere Schanzsicherung. Nur zu 99% ist halt dann nicht nur die Sicherung die Geschichte, sondern ist meistens auch die Kondensatorbank, die was da im Hintergrund verbaut ist, leider dann auch defekt. Also dieses Plastik dient mehr oder weniger dazu, damit man diese Lüftungskanäle hier ein bisschen besser zum Einsatz hat, weil das Lüftungskonzept beim Masterbauer funktioniert ja so, dass hier oben die Luft seitlich angezogen wird. Da sieht man auch schon dementsprechend wenig Staub. Das heißt, die Luft geht hier rein und bläst dann unten hinaus. Dasselbe ist dann hier auf dieser Seite und wir haben hier im Prinzip das Batterie-Ladegerät-Modul mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt, weil wir halt bei den zwei schwarzen Kabel doch kein Isolierband draufgegeben haben und uns bei der Polarität verhunzt haben. Das ist halt das Problem. Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, nehmt verschiedenfärbige Kabel bei den Batterieleitungen, auch wenn es immer schwer zu bekommen ist. Das kann man sich gleich mal verhunzen und wahrscheinlich wird es hier die Kondensatorbank dementsprechend zerstört haben, im schlimmsten Fall der Fälle. Also irgendetwas im Bereich um den Kondensatoren wird zu 90% eine in die Watschen bekommen haben. Ob jetzt die Laderegler, die Transistoren da eine mitbekommen haben, glaube ich nicht. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir diesen Inverter wieder zum Laufen bekommen. Übrigens, der Inverter per se für den Hybridmodus hat ja alles tadellos funktioniert. Also da sind die wirklich hart im Nehmen, diese Inverter. Es hat hier wirklich nur das Batterielademodul demoliert, dass er mal A, die Batterie nicht erkennen konnte. Klar, hier war die Eingangssicherung defekt und B, natürlich dadurch, wenn er die Batterie nicht erkennt, auch keine Batteriefunktionen hatte. Aber PV-seitig ist nichts passiert und auch bei der AC-Seite hat das alles noch die volle Funktion dieser Inverter. Da kann man schon sagen, die Kerlen sind richtig, richtig heavy im Nehmen. Und übrigens, so am Rande erwähnt, das kann einen jeden auch mal passieren. Wie gesagt, zwei schwarze Kabel und irgendwann zwei Leute was arbeiten und der andere sichert ein. Das kann passieren, macht aber nichts. Nur, dass ihr mal das gesehen habt. Zwecks der einfachen Wartung bin ich da nicht ganz live dabei, dass das so toll klappen kann. Wie gesagt, weil man muss dann doch das Ding halbwegs zerlegen. Was wäre dabei gewesen, wenn man das von dieser Seite zugänglich gemacht hätte bezüglich den Lüftern? Da habe ich euch eh schon ein paar Mal gesagt, dass diese Kommunikationsmodule ziemlich alle gleich identisch ausschauen, egal was für ein Inverterhersteller. Und was vielleicht auch recht spannend ist, hier beim PV-Laderegler-Bereich, wir haben ja hier zwei String-Eingänge, aber dass dann am Ende der Tage das alles auf einer einzigen Minusmasse da reingeht und hier nur zwei Plus-Geschichten sind, ist relativ interessant, weil ich vermute, dass der in Wirklichkeit da drin anhand dieser Verkabelungsgeschichte von der Topografie heraus wahrscheinlich nur einen großen String hat, der was hier draußen nur gesplittet wird. Ist meine Vermutung, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen PV-Experten, der was hierzu in den Kommentarleisten auch ein wenig uns updaten kann. Zu den Schrauben habe ich euch eh schon gesagt, die wirklich liebevoll anziehen, die hat man gleich einmal abgedreht. Das ist ein wenig ein Schmarrn, sonst ist der im Großen und Ganzen einigermaßen cool gebaut. Das haben wir eh schon bei den meisten Problemen diskutiert, dass hier relativ schwer zum Rankommen ist, zwecks den Steckverbindungen. Und das Coolste, also hier ist noch die Leitung zwecks den Lämpchen, da. Irgendwo muss es ja sein, entschuldige, das ist das Kabel, weil da ist ja vorne so eine LED-Leiste verbaut. Da ist ja diese
LED-Leiste verbaut, die was im Prinzip der großartige Eyecatcher ist. Vielleicht, lieber Manuel, magst du das kurz umdrehen? Also im Prinzip, hier ist dieses LED-Lämpchen und das Ding schaut schon aus wie aus dem 21. Jahrhundert. Dass ich das gesehen habe und das wirklich Coole, da kommen wir jetzt dazu und da werden wir wahrscheinlich das Video auf zwei Teile splitten. Wir sehen hier einmal zwei Batteriesysteme verbaut. Die eine habe ich euch eh schon gezeigt, die steht da oben und jetzt hat er schon die zweiten 10 kW rangebaut, sind 20 kW. Da drüben, wo wir da ein bisschen jammern werden, steht da die 30er kW Geschichte, die nächste 10er Bank. Und was der liebe Manuel Grenz genial gemacht hat, weil er sich nämlich mein Video rund um den Hackerangriffen zu Herzen genommen hat. Er ist ja ein großer Internetprovider mit rund 1000 Kunden. Der lässt sich das nicht gefallen, dass ihn die Hacker hier stromlos machen. Vielleicht, liebes Helferlein, kannst du das Video einblenden. Hier haben wir Watchpower laufen und aktuell sehen wir, sind zwei USB-Anschlüsse drauf. Das heißt, er hat im Prinzip die Displays hier im Hintergrund abgebaut. Normal sind ja die Displays da oben auf den Wechselrichtern, normal die drei Stück, aber aktuell nur zwei. Er hat das jetzt verlängert und hier, dass es auch leichter zugänglich ist, die drei Stück Displays verbaut auf seinem Batterie-Hauptverteiler. Dritte ist jetzt logischerweise jetzt offline, weil der Inverter da leider beleidigt wurde. Also das funktioniert tadellos, mit einer Netzwerkkabel das von oben runter zu ziehen. Und dann hat er das sehr genial gelöst über einen USB-Port. Also ein USB-Port, zwei USB-Port, drei USB-Ports. Im Hintergrund ist da ein kleiner Hub drinnen. Also hier gehen die USB-Leitungen und die Netzwerkleitungen rein. Und hier hat er diesen Hub hängen. Und dieser Hub geht dann am Ende der Tage nach zu diesem Laptop. Das heißt, er hat wesentlich mehr Daten der WatchPower Desktop Software. Und diese Software ist im Prinzip dann mit klassischen Windows Remote Desktop. Und damit hat er dann wirklich sehr safen Zugang, dass er seine Wechselrichter auch fernsteuern kann. Gefällt mir sehr gut. Also für alle, die sich da ein wenig rund um die Hacker Angst haben, das kann man hier so lösen. So, und jetzt zeige ich einmal, warum der Manuel der Star des heutigen Tages ist. Weil der hat wirklich ordentlich Eier. Der fährt jetzt damit die Starterkabel drauf. Die Sicherung, die interne, die haben wir gerade getauscht. Viel Gefühl und viel Zeit lassen. Halt er gut? Ja, gut. Schauen wir. Zack, da gibt es einmal nichts zu jammern, schön vorsichtig und ihr glaubt es nicht, der Masterbauinverter hält es aus, dass man seitenverkehrt anschließt, da haben wir richtig Glück gehabt und ihr seht es, ich gehe einmal die Runde, also diese China-Tremmeln sind ordentlich hart im Nehmen, also wenn ich alles geglaubt hätte, das glaubt man nicht. Seht ihr es, meine Freunde, er schickt Spannung raus, also der hat es wirklich voll gefressen, dass er die Polarität seitenverkehrt angeschlossen wurde. Lieber Manuel, Respekt und Achtung, also Internet ja, machen kann er und der fährt da gleich mal mit die Starterkabel ran. Ist ja nur zum Testen. Das ist ja absolut in Ordnung. Grenzgenial! Also, da muss ich sagen, grenzgenial. Polarität verkehrt angeschlossen ist zu 90%, dass die Kiste hin ist. Jetzt schauen wir noch die nächsten Wochen, wie lange er gehalten hat, aber die verzeihen scheinbar wirklich viel, die Dinger. So lösen. So, dass ihr mal das gesehen habt, wie ein 8kW Masterpower Inside ausschaut. Einmal habe ich ihn euch schon vorgestellt, aber jetzt haben wir aktuell da eine neue Aktion gehabt. Und was mir hier sehr gut gefallen hat, war eben diese abgesetzten Displays. Und im nächsten Video werden wir uns das neue BMS anschauen. Ich sage danke für dein Zuschauen und wünsche dir alles Gute. Tschüss, Baba.